Für mich ist einmal klar, dass unsere Gegend eine hohe Lebensqualität hat. Und dass Waakirchen keine Industriegemeinde ist, ist auch klar, sondern Waakirchen ist eine sozusagen bäuerlich geprägte Gemeinde. Und das ist für mich schon ein Grund, dass es in etwa in dieser Richtung weitergehen soll. In dem Fall Lanzerhof ist es einfach so, dass ein gigantischer Flächenverbrauch stattfindet für ein Hotel und der Betreiber oder sogenannte Investor, der meint, er müsste unbedingt hier in eine unversehrte Landschaft, weil es da so schön ist, bedenkt natürlich überhaupt nicht, dass er dadurch, dass er das macht, eigentlich diese Unversehrtheit krass beeinträchtigt und für alle Zukunft dann Schaden anrichtet. Es bleibt natürlich überhaupt nicht aus, wenn man ein Hotelprojekt mit, wo das größte Bauwerk, ich habe eine Karte ja dabei, ein Ausmaß von 85 auf 85 Meter hat. Das ist nicht erlogen, sondern das ist der amtliche Bebauungsplan. So schaut übrigens das alte Gelände aus. Mhm. Dazwischen sind alles Neubauten. Wenn man so ein großes Projekt realisiert, dann muss natürlich auch einfach automatisch damit gerechnet werden, dass dazu in der Zukunft ein Verkehr stattfindet. Die Wasser- und Abwasserfrage muss geklärt werden, die nicht geklärt ist bis zum heutigen Tage. Also ich kann überhaupt keine einzige Entkräftung finden, weil alles, was wir gesagt haben, zu dem steht das Bürgerbegehren nach wie vor. Es ist auch überhaupt kein einziger Punkt ausgehebelt worden, gar nichts. Es ist die Abwasserfrage bis zum heutigen Tage nicht geklärt. Die Dimension des Gebäudes, die wir von Anfang an beanstanden mit dem Flächenverbrauch, ist sowieso die gleiche geblieben. Die Verkehrsfrage haben wir gerade angesprochen. Ich wüsste nicht, es ist noch zur Sprache gekommen, dass wir gesagt hätten, die Altbauten werden aufgestockt. Der Bebauungsplan, der hier ausliegt, ist derartig unscharf und unsicher, dass das mittlerweile uns auch gar nicht mehr vorgeworfen wird, weil die Gemeinderäte das offensichtlich auch selbst so gesehen haben. Ich persönlich jedenfalls bin der Meinung, es ist Waakirchen oder auch dem Tegernseer Tal wird nicht geschadet, wenn es zu diesem Projekt nicht kommt.